Platz sieht bald aus. Frag ihn bald aus. Jetzt fangen wir mal an mit der ersten Frage, und zwar heißt die: Was war das erste Video, was ich gemacht habe? Oh, da gibt's eine lange Story zu. Ich mache YouTube generell schon seit 2016 tatsächlich. Nur die Videos von früher, die kennt wirklich keiner. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, mein erstes Video, was ich je auf YouTube gemacht hat, das war eigentlich relativ unspektakulär. Das war früher ein Fortnite-Video, wo ich nichts gesagt habe. So eigentlich komplett unspektakulär. Und ja, aber wenn wir danach gehen, mein erstes Video überhaupt, und jetzt haltet euch fest, das war so cringe, im Jahr 2016, und da habe ich den Kanal Swagdab übel gefeiert, also dort, wo die so neue Handys so ausgepackt haben und das alles, so, und das wollte ich halt nachmachen. Das heißt im Prinzip, Klein Johnny hat sich mit seiner Unterhose einen Tisch aufgebaut und hat das Ganze gefilmt, wie er auf seinem Handy ein paar Spiele spielt. Und das war früher noch irgend so ein Samsung Galaxy S2, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, also das war sehr, sehr cringe. Aber das waren tatsächlich meine ersten Videos, die entstanden sind. Ich bin auch ehrlich gesagt sehr, sehr froh, dass es die Videos nirgendwo mehr gibt. Die gibt es nicht mehr im Netz, die gibt es nicht mehr auf Handys, auf alten, die gibt es nirgendwo mehr. Das ist, oh, da bin ich so froh drüber. Das erste Video, was ich gemacht habe, war ein FIFA-Video. Mein allererstes Video, was ich gemacht habe, kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Das ist Ewigkeiten her, weil ich früher schon auf Nintendo 3DS Videos gedreht habe. Mein erstes Video, was auf meinem jetzigen Kanal online gekommen ist, ist allerdings, glaube ich, der 11.11. oder 9.11. gewesen. Ich habe aber schon vorher YouTube-Kanäle gehabt, also keine Ahnung. Das erste Video, was ich gemacht habe, warte mal kurz. So, meine Capricion, ne? Dann sieht man aus wie der fresheste Boy aller Zeiten. Sieht man aus wie ein Playboy, ne? Jetzt hat man so ein Playboy-Magazin. Ach, scheiß drauf, Digga. Mein erstes Video, was ich gemacht habe, das ist schon lange her. Ich hatte schon vorher mehrere Kanäle, die sind jetzt aber weg. Und das hast du mit einem Laptop aufgenommen, das weiß ich noch. Aber welches es war, weiß ich nicht mehr. Nächste Frage. Deine Lieblingsserie als Kind? Boah, es gibt einige Serien, die ich sehr, sehr gemocht habe. Aber ich würde jetzt mal als Lieblingsserie, wo ich auch extremst geheult habe, als die abgesetzt wurde, Henry Danger auf Nickelodeon. Also Real Talk, diese Serie, ich hab es geliebt, Alter. Ich hab es geliebt. Ich hab mich für diese Zeichentrick-Serien habe ich mich nie so interessiert, weil das war so Zeichentrick, das habe ich nie so gefeiert. Aber so Henry Danger, genau wie die Thundermans und das Ganze, so was im echten Leben abspielt, das... Ich habe das gefühlt und ich habe so unnormal geheult, als das abgesetzt wurde. Das ist nicht mehr normal. Aber ja, ich würde schon Henry Danger so als meine Lieblingsserie sehen, als Kind. Actually war das, glaube ich, Angelo, wenn ich mich recht entsinne. Es gab halt super, super geile Serien wie Sally Bollywood und... Ach, Vicky war auch geil. Vicky war auch nice. Ich würde schon sagen, unter anderem zum Beispiel Kim Possible, Danny Phantom, Sharkington, so diese Serien. Boah, ich glaube... Angelo, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das war damals immer auf Super RTL. Ja, ich glaube, das war meine Lieblingsserie als Kind. Dritte Frage, in welchem Film oder in welcher Serie hättest du gern mitgespielt? Boah, da müsste ich jetzt überlegen. Tatsächlich, jetzt auch passend zum neuen Spider-Man No Way Home Film. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich bin absolut extremst großer Marvel- bzw. generell Spider-Man-Fan. Ich feier diese Filme. Ich habe jeden einzelnen Film geguckt, mit Tobi noch, mit Andrew. Also alle Filme habe ich geguckt. Und ich bin sehr, sehr großer Spider-Man-Fan. Deswegen würde ich sagen, ich hätte gerne im neuen Spider-Man No Way Home mal mitgespielt. Also so, I don't know, selbst wenn es nur hinter den Kulissen wäre oder so ein Typ, der nur da durchläuft oder so, keine Ahnung. Aber das wäre schon eine krasse Erfahrung gewesen, denke ich mal. Serie, auf jeden Fall Suits, und Film wäre Avengers Endgame. Kann ich nicht sagen, weil ich habe seit 7-8 Jahren keinen Film oder keine Serie mehr gesehen, weil ich habe keine Zeit so zum Filme schauen oder Serien schauen oder sowas. Von dementsprechend keine Ahnung. Ich kenne auch kaum Filme oder kaum Serien und ja, darum weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten. Boah, absolut keine Ahnung. Doch, ich weiß wo. Wilde Kerle. Das sind auch, glaube ich, so mit einer meiner Lieblingsfilme. Wilde Kerle hätte ich früher gern mitgespielt, glaube ich. Das wäre safe nice gewesen. Vierte Frage, was bringt dich zur Weißglut? An alle, die es nicht wissen, Weißglut ist so, was bringt dich zum Ausrasten, was macht dich wütend? Was mich persönlich wütend macht, und ein paar Freunde habe ich sogar, die das immer machen, das macht mich sehr, sehr wütend, wenn ich etwas erzähle, so ich bin so richtig in meiner Rolle, erzähle so richtig Gefühl von meinem Lebenslauf, so, I don't know, ich erzähle so richtig
interessant und erzähle so richtig in meiner Rolle. Und ich hasse es, wenn random mittendrin einer dazwischen redet und irgendwas anderes sagt. Und das, ich schwöre, da könnte ich ausrasten bei sowas. Was bringt dich zur Weißglut? Alter, wer benutzt das Wort Weißglut? Ja, keine Ahnung. Kann ich so nicht sagen. Eigentlich ärgert mich ziemlich wenig. Ja, wenn man mal wieder Premiere abstürzt, out of nowhere. Wenn mein Laptop stürzt, den ich gerade im Moment habe. Und was noch? Wenn meine Geschwister mich ab und an mal stören, aber sonst fällt mir gerade nichts ein, sonst bin ich eigentlich ein voll entspannter Mensch. Was ist Weißglut? Habe ich noch nie gehört, das Wort. Warte, ich google mal. Weißglut. Weißglut. Jemanden sehr aufregen, jemanden sehr wütend machen. Boah, ich hab das Wort noch nie gehört, also wirklich, sagen wir es anders, so, was macht mich wütend? Was mich wütend macht, ist, wenn ich mir ein Ziel setze und das Ziel nicht erreiche, weil ich bin normalerweise jemand, wenn ich ein Ziel habe, will ich es auch wirklich erreichen. Nicht immer funktioniert das, bin ich ehrlich, und wenn es nicht funktioniert, dann das macht mich ab und zu halt wütend, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich schnell wütend werde. Fünfte Frage. Wenn du eine eigene Serie stehen würdest, wie war sie von der Storyline? Ich denke mal, dass jetzt damit gemeint ist, wenn ich eine eigene Serie drehen würde, wie sie von der Storyline wäre. Ich sage euch ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin, was sowas angeht, etwas kreativ, aber wenn es jetzt so spontan kommt, ich brauche Zeit, um mir sowas nachzudenken. Das Ding ist, so eine Serie denkt man sich ja auch nicht in einem Tag so aus. Ich habe absolut keine Ahnung. Es wäre auf jeden Fall eine Serie, in der es um Autofahrten geht, also so um Rennstrecken so. Und da wären mehrere Charakter und sie würden halt gegeneinander so zwei Gangs würden gegeneinander Auto fahren und da würden dann auch immer wieder so krasse Plots passieren, was die Charakter angeht und so alles Mögliche. Da gäbe es auch einen Rivalen, der die zwei Gangs auch in einer Hinsicht auch stören würde und so alles Mögliche. So könnte ich mir das vorstellen. Boah, keine Ahnung. Also ich müsste ja auch erstmal eine Idee für eine Serie haben. Genau wüsste ich das noch nicht, allerdings drehe ich gerne so ein bisschen was in die Action-Richtung. So richtig viel Action, so Power und Waffen und Bam Bam. CGI, VFX, all der Stuff irgendwie gekoppelt. Dann richtig viel Action, bam, bam. Ja, ich glaube irgendwie sowas in die Richtung. Was genau, wüsste ich noch nicht. Wie gesagt, ich schaue keine Filme, ich schaue keine Serien. Dementsprechend kann ich noch diese Frage nicht beantworten, weil ich habe noch nie eine Serie gesehen, eigentlich wirklich. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Serie gesehen. Damals als Kind schon so, keine Ahnung, habe ich ja vorher schon gesagt, Angelo oder Weihnachtsmann und Coco geht damals mit 5, 6 Jahren, aber seitdem habe ich keine Serie gesehen. Keine Ahnung, daher kann ich das nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie eine Serie aufgebaut ist und dementsprechend weiß ich es nicht. Sechste Frage. Welche Frucht- oder Obstsorte wärst du denn gerne? Alter, was sind das für Fragen? Also ich wäre definitiv so eine süße Frucht. I don't know, so Richtung Apfel, Mandarine oder so. Oder Pfirsich oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Alter, diese Fragen, what the fuck? Ich habe mit allen gerechnet, aber Fragen, welche Obstsorte ich sein will? Ach Colin, was denkst du dir für einen Scheiß aus? Also ich mag ja sehr gerne Kirschen und Pfirsiche. Aber welches ich gern sein würde, weiß ich nicht. Bruder, wer will denn überhaupt Obst sein? Dann wird man einfach gefressen. Gar keine, weil man hat ja kein wirkliches Leben, wenn man ein Obst ist, weil man wird gebildet, wenn man das so sagen kann, und dann ab und zu gegessen oder man verfault oder sowas. Darum, ich will kein Obst sein, aber wenn ich eins sein müsste, dann, keine Ahnung, eine Marille oder so, weil Marillen sind sehr saftig und gut, und aber ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mango, ganz eindeutig. Siebte Frage, was ist denn dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist definitiv der Affe, weil ich selber einer bin. Nein, weil ohne Scheiß, Affen sind so, finde ich persönlich, so intelligente Tiere und so, I don't know, wir stammen ja selber von den Affen ab, aber ich finde, Affen sind so intelligente Tiere, wenn du denkst, was Affen eigentlich in ihrem Kopf haben, obwohl es eben Tiere sind, die du im Zoo begutachten kannst, das ist schon krass. Also mein Lieblingstier ist definitiv der Affe, wie gesagt, weil ich selber einer bin. Ich bin tatsächlich kein Hundemensch, sondern eher ein Katzenmensch. Darum würde ich sagen, Katzen und
Kaninchen. Ich habe auch eine Katze und ich habe ein Kaninchen, also passt das zusammen. Mein Lieblingstier ist auf jeden Fall der Löwe, der Panda, Eisbären und Koalas. Na, also ich find so Falken nice, ich finde aber auch Haie geil oder halt so ein Eisbär. Das sind Hammer Sachen. Achte Frage, was ist das nächste Projekt, was auf deinem Kanal ansteht? Tatsächlich steht momentan kein direktes Projekt an, aber ich habe definitiv vor, so ein bisschen Real Life und Gaming ebenso zu kombinieren. Also das heißt, ich mache jetzt jeden Montag und jeden Freitag um 13 Uhr kommt da jetzt ein neues Video online bei mir. Und deswegen habe ich jetzt eigentlich vor, so an dem einen Tag irgendwie ein Gaming-Video zu bringen, an dem anderen Tag irgendwie ein Real Life-Video, vielleicht ein Vlog oder irgendwie sowas. Halt sowas in der Richtung, sowas zu kombinieren und ja. Auch wenn ihr Videoideen habt, runter in die Kommentare damit. Ich brauche noch Videoideen. Ich denke mir die spontan aus, aber ich denke auf jeden Fall so, dass so Straßenumfragen, alles Mögliche noch kommen werden. Wird auf jeden Fall wieder Content kommen, das ist auf jeden Fall klar. Das nächste Projekt, also gerade läuft bei mir ja so Bro vs. Bro, beziehungsweise baue ich da jetzt immer mal wieder noch andere Teilvideos rein, die einfach so ein bisschen Mr. Beast-Style sind, aber halt noch nicht so teuer wie die von Mr. Beast, sondern halt auch eher ein bisschen so Mr. Beast auf Wish. Aber trotzdem ziemlich cool und aufwendiger und hochwertiger als der Rest auf YouTube eigentlich. Das ist so gerade so der Plan und da habe ich richtig Bock drauf. Kommen richtig geile Videos online, kann man sich gern gönnen. Ja, that's it. Kann ich tatsächlich gar nicht wirklich sagen, weil jetzt ist ja bald Jahresende und ich will im neuen Jahr auch ein bisschen was umstellen. Aber in diesem Jahr steht bei mir noch ein Best-of an von diesem Jahr und ich muss mir noch irgendwas überlegen, was ich an Weihnachten mache. Aber sonst, was die Zukunft angeht, muss ich mir erst Gedanken machen. Neunte Frage. Wie stellst du dir denn dein Leben vor, wenn du einer der erfolgreichsten YouTuber wärst? Ich habe selber gemerkt, man verdient ohne Scheiß kein schlechtes Geld mit YouTube. Wenn man einer der erfolgreichsten YouTuber ist, die Millionen von Klicks machen, verdient man ohne Scheiß kein schlechtes Geld. Ja, also ich wäre definitiv mit Sorgen, sagen wir mal so, befreit. Also ich müsste mir jetzt keine Sorgen mehr machen, wie ich was bezahlen könnte oder so. Ich würde mir ein entspanntes Leben machen, ohne Scheiß, weil natürlich ist es immer noch viel Arbeit, weil viele wissen auch gar nicht, wie viel Arbeit eigentlich hinter so einem YouTube-Kanal steckt. Das ist eigentlich schon wirklich krass viel Arbeit. Viele denken nur so, ja, du setzt dich vorm PC, spielst was und verdienst damit Geld. Nein, so ist es nicht. Das Ganze muss ja noch geschnitten, aufgenommen. Du musst die Leute ja unterhalten können und alles. Ja, eigentlich würde ich mir ohne Scheiß ein entspanntes Leben machen. Eventuell mit meiner Frau Leben genießen. Irgendwo definitiv im Ausland mir ein Haus kaufen, weil Deutschland ist jetzt nicht so meins. Ja, keine Ahnung. Aufstehen, dann frühstücken. Wenn ich berühmt wäre, dann, keine Ahnung, dann hätte ich so und so einen Cutter, glaube ich zumindest. Dann könnte ich mich mehr auch für mich selber auf mich konzentrieren. Ich würde, glaube ich, keine Ahnung, ich würde meinen Alltag nicht wesentlich verändern, nur ich muss halt dann nicht mehr zur Schule gehen. Ich würde viel Sport machen, ich würde vieles erleben wollen. Ich würde nicht nur einfache Videos machen in meinem Zimmer, Reactions oder sowas, sondern ich würde irgendwo hinreisen oder halt Videos in anderen Regionen machen oder die Welt erkunden und keine Ahnung, heftigere Sachen halt machen, die man in meinem Alter jetzt noch nicht machen kann. Ja, das, so würde ich mir mein Leben als berühmter YouTuber vorstellen, einfach dass man das machen kann, was man will, dass man sich das alles aber selber einteilen kann, viel Sport machen und herumreisen, vieles kennenlernen und nice Videos halt produzieren. Ich habe oft gehört, dass Monte erzählt hat, dass man dann nicht mehr so, wie soll ich das sagen, ganz die Freiheit hat, weil ja mehrere Leute dich erkennen, alles Mögliche. Deswegen würde ich eher an einen etwas abgelegeneren Ort ziehen, also spiel dann jetzt mal, ich will nach Köln ziehen oder nach Hamburg, das sind so meine Lieblingsstädte, dann würde ich da auf jeden Fall nicht in die Innenstadt ziehen, sondern etwas weiter weg von der Innenstadt. Und wie ich mir so vorstelle, ganz nice, also man kann viele Dinge ermöglichen, man hat eine gewisse finanzielle Freiheit, man kann zum Beispiel sagen so, ja, ich reise jetzt mal dahin, ich mache mal dies, das. Aber es kann auch etwas stressig sein, wenn man dann mehreren Leuten begegnet. Also ich glaube mittlerweile, dass ich gar nicht mehr so erfolgreich halt unbedingt nur YouTuber werde, sondern ich habe ja auf TikTok, Instagram und so weiter richtig Erfolg gerade eigentlich. Das läuft alles ziemlich gut und es könnte auch wirklich darauf hinauslaufen, denke ich. Auf jeden Fall ist das Leben nicht so richtig krass anders. Ich meine, ich habe mir das auch anders vorgestellt, dass die Leute sich anders fühlen, wenn man... Ich habe jetzt 90.000 geknackt heute auf TikTok und
ich habe eigentlich immer so gedacht, okay, die Leute fühlen sich dann echt krass. Die müssen ja richtig heftig sein. Aber im Endeffekt ist es halt, man fühlt sich ganz normal so. Man macht halt was mehr Geld. Es ist cool, es macht einfach extrem viel Spaß. Und ich denke, es ist einfach nur sehr, sehr cool, extrem viel Geld damit zu verdienen, mit dem, was einen richtig Spaß macht, um dann noch größere Projekte umsetzen zu können. Also im Endeffekt ist es wie das normale Leben. Macht das, was einem Spaß macht, nur dass man viel Geld hat, was man ausgeben kann für geile Sachen, weil man sich darum keine Sorgen machen muss. Deshalb ist es im Endeffekt einfach ein geiles Leben, so kann man sagen. Aber man fühlt sich jetzt nicht krass. Natürlich darf auch eines nicht fehlen, und zwar das. Peace out.